Das neue Structure Deck Beware of Trap Tricks ist bald bei uns erhältlich. Am 23.02. kommt das bei uns raus. Falls ihr jetzt noch bestellen wollt, geht los, kostet aktuell seine 7 Euro, wenn ihr es online bestellt. Und wir sprechen heute einmal über den kompletten Inhalt, denn wir kennen alle Karten draus. Damit ihr schon mal wisst, was so drin ist, denn wir werden Mitte dieser Woche ein Deck bauen mit 3 von diesen Decks. Aber zuerst gehen wir einmal zum Inhalt. Hier sehen wir einmal den Inhalt. Wie ihr seht, haben wir oben ein paar neue Karten und unten ein paar Reprints. Die neuen Karten werden wir uns gleich einmal im Einzelnen angucken, dass ihr einmal wisst, welche Karten davon neu sind, weil diese neuen Karten hier, Konami hat einen richtig guten Job gemacht, was die neuen Karten angeht. Aber wenn wir uns den Rest von dem Set angucken, werden wir feststellen, die Reprints sind auch richtig gut. Und über die sprechen wir mal zuerst, denn die sind relativ schon abgehakt, da können wir ein bisschen drüber sprechen und dann sprechen wir mal so ein bisschen über die neuen Karten und die Implikationen, die das halt hervorruft. Denn ich glaube, dass dieses Deck hier out of the box eins der besten ist, was wir jemals bekommen haben. Denn ihr bekommt so ziemlich alles zu dem Deck, alles was wichtig ist und ihr kriegt ein paar richtig gute Staples. Also als Beginner-Deck, wie ihr hier oben seht, haben wir einmal ein paar Trap-Tricks-Monster. Ihr kriegt also alle Trap-Tricks-Monster, die ihr halt braucht. Alle Main-Deck-Monster, die relevant sind. Ein paar davon werdet immer noch im Main-Deck bleiben, ein paar davon werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr spielen, denn die neuen Karten sind wahrscheinlich deutlich besser. Aber die Reprints, die sind meiner Meinung nach super interessant. Wir kriegen zuerst einmal zwei Kaijus. Die beiden sind auf jeden Fall schon mal richtig gut als Common Reprint. Retaliating Sea ist eine ganz coole Handtrap. Im aktuellen Format wird die nicht so viel machen, aber ich finde es schön, dass sie hier drin ist, weil sie ist ein Insektenmonster. Und wenn ihr auf den Friedhof geht, kann ihr euch ein Insektenmonster suchen. Und ein paar der Dinger hier sind Insekten, Erdemonster, die weniger als 1500 DK haben. Das heißt, das passt halt zusammen. Die Karte hier drin macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein schöner Reprint, denn das ist eine Karte, die für viele Insektendecks halt braucht. Lawnfire, die können theoretisch halt die Trap-Tricks-Monster specialen, aber die werdet ihr nicht spielen, weil braucht die halt einfach nicht. Dann kommen wir zum ersten schönen Reprint und das am Ash Blossom. Wir kriegen wieder eine Ash Blossom in Common. Also man kann mittlerweile nicht mehr sagen, dass Konami nicht versucht, Ash zu einer günstigen Karte zu machen. Klar ist Ash aktuell nicht die meistgespielte Karte, aber die für 2-3 Euro zu haben, ist immer es wert, dass sie in einem Structure drin ist. Das ist eine der Karten, die gehört meiner Meinung nach in sehr viele Structure sein. Die anderen beiden Karten sind Pflanzenmonster. Ignoriert die einfach, die werdet ihr niemals benutzen. Die beiden Magnet-Monster hier sind interessant, weil die vorher beide als Secret Rare verfügbar waren und jetzt beide hier als Commons kommen. Denn übrigens, die Karten, die ich euch hier zeige, sind alles Commons. Das wird gleich spannend, wenn wir über ein paar andere Karten sprechen, weil das eine Premiere ist, dass wir die als Commons sehen, aber da sprechen wir gleich drüber. Auf jeden Fall die Magnites hier drin. Ich denke mal, die sollen dafür da sein, um euch ein bisschen mehr Durchschlagskraft zu geben, wenn ihr halt was machen möchtet. Denn die geben euch einfach extra Buddies aufs Feld. Die werdet ihr wahrscheinlich in dem Deck selber aber nicht spielen. Dann haben wir einmal hier ein Artefaktmonster und drei Hände. Die machen zwar in dem Deck eigentlich nichts, ich finde es aber eigentlich funny, dass Konami das gemacht hat. Denn es gab ja damals das Head-Format, für alle, die es nicht kennen. Das war Hands, Artifacts, Trap Tricks. Das war ein Deck übrigens. Und wir haben jetzt hier Hands, Artifacts und Trap Tricks. Ich finde es cool, dass Konami das gemacht hat. Ist zwar nicht mehr in die Zeit, denn das war 2014. Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Reprints. Neben Ash Blossom, by the way. Und das sind einmal die beiden hier. Raigeki und Harpyien Flederwisch. Diese beiden Karten werden als Commons in diesem Set sein. Und das ist das erste Mal, dass wir Raigeki und Flederwisch als Commons sehen. Es fühlt sich komisch an, die nachher als Commons in den Händen zu halten. Aber ich finde es irgendwie cool, dass sie es gemacht haben. Weiter geht's. Wir kriegen die ganze Suite, wirklich die ganze Suite an Trap Tricks Fallenkarten, also die ganzen Trap Hole Fallenkarten, was ich sehr cool finde. Und natürlich nebenbei noch einmal die Trap Tricks Karte, die die Fallenkarten aus dem Deck setzen kann. Sehr cool von Konami, dass sie das gemacht haben, weil so habt ihr Access zu allen Karten, die ihr vielleicht setzen möchtet mit Zera oder mit anderen Karten. Diese Integration finde ich super spannend, weil sie erkannt haben, dass diese Karte im Deck unglaublich wichtig ist. Die finden die Karte sogar so wichtig, dass sie eine eigene Karte designt haben für das Themendeck, die genauso funktioniert wie diese Karte hier. Haben wir noch einmal hier Sanctum, macht Sinn mit Moraltag, die werde ich nicht spielen, weil Sense ist ja auch verboten. Aber es ist theoretisch eine Interruption, die ihr dem Gegner da hinlegen könnt, was ganz cool ist. Der Baum ist jetzt für das Deck nicht super interessant, obwohl ihr die theoretisch halt spielen könnt und die kann euch Monster aus dem Deck geben. Aber die ist natürlich dafür da, weil die halt wirklich teuer gewesen ist. Nach dem Reprint nicht mehr ganz so,
Aber jetzt ist hier wirklich halt Dirt Cheap oder Tourer kostet gar nichts mehr. Evenly Matched Reprint in einem Structure Deck. In einem Structure Deck. Das wird wahrscheinlich so eine 2-3-Euro-Karte werden, was ich sehr cool finde, weil Evenly ist eine Karte, die werdet ihr in sehr vielen Decks und Strategien benötigen, wenn ihr wirklich kompetitiv unterwegs sein wollt. Und ich finde schön, dass Konami uns diese Möglichkeit hier gibt. Und die anderen Karten sind die Extra-Deck-Monster und das letzte Monster für das Main-Deck. Ich finde es aber auch gut, dass sie uns eigentlich alle Extra-Deck-Monster von den Trap-Tricks geben. Keine generischen, sondern wirklich nur für das Deckthema. Und die sind eigentlich alle ziemlich solide. Wie ihr seht, wir haben nachher 1, 2, 3, 4, 5, 6 Extra-Deck-Monster, die wir spielen können. Ein paar davon werden wir mehr spielen, ein paar davon weniger. Darüber sprechen wir, wenn wir bei dem Deckbild sind, der im nächsten Video kommen wird. Sprechen wir mal ganz über die neuen Karten, denn die sind ziemlich gut, um das Verhalten auszudrücken. Bevor wir jetzt aber zu den neuen Karten kommen, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, dass ihr sowas öfter sehen wollt. Dann mache ich diese Set-Reviews auch für euch häufiger, bevor die Sets rauskommen, damit ihr wisst, was ist da drin, was sind die neuen Karten, was muss ich wissen. Die erste neue Karte ist einmal Trap-Trix Pudica. Die Namen von den Trap-Trix waren noch nie einfach auszusprechen. Ich werde die jetzt im Nachfolgen noch einfach ignorieren, weil die werden deutlich schwieriger als die. Die Karte hier ist ziemlich cool. Wie eigentlich alle anderen Trap-Trix-Monster ist sie erstmal unberührt von whole normalen Fallenkarten, was schon mal ziemlich cool ist. Aber dann hat die zwei Fähigkeiten. Einmal, wenn die normal beschworen wird und einmal, wenn die spezial beschworen wird. Wenn die normal beschworen wird, könnt ihr euch eine Trap-Trix Garden adden. Darüber sprechen wir gleich. Das ist die neue Feed-Spell für das Deckthema, die ziemlich gut ist. Und der andere Effekt ist, wenn die Karte spezial beschworen wird, können wir ein gegnerisches Monster wählen und das verbannen. Was aber wichtig ist, den nächsten Standby-Phase kann euer Gegner eins seiner verbannten Monster spezial beschwören. Und er kann irgendeinen spezial beschwören. Das ist wichtig, weil es nicht das sein muss, was ihr gebanished habt. Ich fände es cool, wenn die das halt nicht haben würde, aber das balanced die Karte so ein bisschen, weil ihr könnt ihr theoretisch mit Sera in der gegnerischen Runde beschwören und der Gegner ganz schön interrupten. Trap-Trix wird zum bisschen mehr zu einer Combo-Variante, weil ihr mehr Monster aus Feld kriegen könnt. Wir gehen also ein bisschen von dem, ich spiele Control halt weg und ich spiele so ein bisschen mehr Combo mit ein paar Extra-Deck-Monstern. Das hier ist aber das nächste Main-Deck-Monster und wie ihr seht, der Name steht da. Mehr sage ich dazu nicht. Diese Karte ist auch wieder unaffected bei normalen Hole-Trap-Cards, wie alle anderen auch. Und während der Main-Phase, das ist ein Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, wenn ihr einen Trap-Trix-Monster kontrolliert. Was ihr eigentlich immer haben werdet, wenn ihr die auf Hand habt. Das erste Mal, wenn gesetzte Zauber- und Fallenkarten in eurer Zauber- und Fallenkartenzone zerstört werden würden, werden die nicht zerstört. Und das gibt dem Deck die größte Schwäche, die es aktuell hat, neben Evenly, aber das ist Lightning Storm. Und das countert das halt komplett raus. Ihr könnt, nachdem ihr das gemacht habt, für den Rest der Runde von eurem Extra-Deck nur noch Insektenmonster und Pflanzenmonster spezial beschwören. Das Wichtige ist, das heißt aber für den Rest der Runde. Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Nachdem die Karte aufgelöst wurde, halt nur noch Pflanzen- und Insektenmonster. Und Rafflesia und die anderen Karten sind halt Pflanzen- und Insektenmonster. Passt zum Themendeck. Das ist eine sehr gute Karte. Also die beiden Main-Deck-Monster, Props Konami, gut gemacht. Die anderen Karten, kurz auch an. Weil die neuen Karten sind eigentlich alle ziemlich gut. Wir haben mal Trap-Trix Garden. Das ist unsere Feed-Spell und die hat einen ganz simplen Effekt. Die gibt uns eine extra Normalbeschwörung für ein Trap-Trix-Monster. Das ist gut, denn die haben Effekte, wenn die normal beschworen werden, dass sie Effekte triggern können. Und es sind generell sehr viele Normals, wenn ihr im Deck habt. Das heißt, das ist eine sehr gute Karte. Und wenn ihr die eine Karte normalt, kriegt ihr ja direkt die Karte auf die Hand, um die andere nochmal zu normeln. Und Sera hat ja einen Effekt, wenn Trap-Trix-Effekt aktiviert wird, könnt ihr noch einen Effekt triggern. Also eine sehr gute Kombination an Karten. Die schützt euch auch einmal vor Battle-Zerstörung. Das ist also auch ganz cool, ist nicht unbedingt krass necessary, aber ist ganz cool. Und du kannst ein Monster banishen, was du kontrollierst, und ein Trap-Trix-Monster von eurem Friedhof oder von Hand spezial beschwören. Und es spezifiziert nicht, ob XY-Monster, Link-Monster oder anderes Monster. Das ist ziemlich gut. Denn damit könnt ihr euch Sera recyceln, die anderen Link-Monster und die lockt euch auf nichts. Das heißt, ihr könnt mit der relativ einfach hochlinken, meinetwegen zu einem Access Core Talker für den OTK. Die Karte hier ist auch ziemlich cool, das ist einmal Traptanizing Tune. Was tut die Karte? Ihr könnt ein Level 4 Insekten- oder Pflanzenmonster oder einen normalen Fallenkarte discarden als Kosten.
C2K. Die ist nicht nur in Trap-Decks spielbar, es gibt andere Decks, wo die gut ist. In Control-Decks, die einfach Karten ziehen wollen, in anderen Pflanzendecks, in Naturia zum Beispiel könnte die Karte theoretisch spielen, weil ihr habt halt Camellia, die ist eine Pflanze, Level 4, könnt ihr discarden und die dann zurückspecialen vom Grave mit der Quickspell. Zwei Karten zu ziehen ist ziemlich gut. Die hat aber noch eine andere Fähigkeit, die kann einmal pro Spielzug, kannst du die banishen und dann kannst du ein gebanishtes Pflanzen- oder Insektenmonster oder normale Fallenkarte wieder unten unter den Deck unterlegen. Das war alles, aber das ist ein guter Effekt. Du kannst beide Effekte am Spielzug benutzen, sonst wäre die auch ein bisschen broken. Aber das ist eine sehr gute Karte. Wir haben schon lange nicht mehr solche Karten, die seit zum Namen gesehen, die uns einfach zwei Karten ziehen lassen für einen Discard. Die ist, by the way, auch in Labyrinth spielbar. Möchte ich kurz mal für euch erwähnen, dass ihr die in Labyrinth spielen könnt, wenn ihr nicht Prosperity spielen wollt. Dann haben wir einmal unsere neue Trap Hole Karte. Erstmal, das Artwork ist terrifying. Aber die Karte ist sehr cool. Die macht was ganz Spezielles. Wenn dein Gegner ein Monster spezial beschwört, kannst du ein Monster, was dein Gegner kontrolliert, wählen, was 2000 oder mehr TK hat. Das kannst du zerstören. Wenn du eine Hole Trap in deinem Friedhof hast, also normale, kannst du eine Karte vom Friedhof vom Gegner banishen. Was cool bei dieser Karte ist, die wählt nicht das Monster, was beschworen wurde, sondern ihr könnt ein Monster auf dem Spielfeld vom Gegner wählen, was 2000 oder mehr TK hat, wenn der ein Monster beschwört. Das gibt euch ein bisschen mehr Flexibilität, was ihr removen möchtet und nicht das Monster, was gerade gekommen ist. Die Trap-Karte ist, by the way, aber once per turn. Das gab es sehr wenige von den Trap-Hole-Karten, die once per turn sind. Ich glaube, keine. Dann haben wir einmal unser neues XZ-Monster, was ein Name hat, der da steht. Das ist ein generisches XZ-Monster, was schon mal ziemlich gut ist. Ihr werdet es aber nur in Trap-Trick spielen, aber theoretisch ist die ganz cool. Erstmal ist die unberührt von Fallenkarten und von Effekten. Monster mit demselben Typ. Jetzt könnt ihr ja denken, ja okay, das ist halt eine Pflanze und Insekten, weil jeder spielt, aber die ist halt generisch. Das dürft ihr nicht vergessen, die hat 2,5, die könnt ihr in jedem Deck bauen und der Effekt, den die hat, ist theoretisch generisch funktional, die könnte also in Zukunft in mehreren Decks auftreten. Erstmal kann die einen Trap-Tricks-Monster suchen. Das ist pauschal jetzt nicht unglaublich insane, aber die hat halt die Möglichkeit, das Monster suchen, was als Quick-Effekt sich selber splashen kann, um eure Zauber- und Fallenkarten zu protecten. Deswegen, wenn ihr halt einen Rang 4 machen könnt, ist es halt eine ganz gute Option, die Karte zu suchen. Der andere Effekt ist aber sehr interessant, denn wenn ein Monster, das eurem Gegner gehört, das schießt übrigens Hand, Deck und alles andere ein und die auf den Friedhof geht oder die verbannt wird, könntet ihr als Material an diese Karte anheften. Und da wird es halt spannend, weil die unberührt ist von Materialien, die die halt unter sich runter hat. Also ihr könnt die relativ einfach unberührt von Monstern machen, von eurem Gegner. Ist jetzt nicht die krasseste Karte, aber ich finde die sehr cool. Können wir einfach mal so stehen lassen. Ist eine sehr coole Karte, die euch schon ein bisschen was an Value geben kann mit dem Trap-Tricks-Monster, was ihr euch adden könnt. Und natürlich, dass ihr halt Karten von ihnen erklauen könnt, falls ihr die halt braucht. Weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Die wäre halt zum Beispiel gegen Telemens, wäre die cool gewesen. Denn der aktiviert Effekt, Shading 1, Shading 2 macht die und der lauter Ding. Dann haben wir doch einmal das neue Link-Monster. Und die ist richtig gut. Ihr braucht erstmal 2 plus Monster, inklusive Pflanzen- oder Insektenmonster. Macht Sinn. Dieses Ding beschworene Monster ist unberührt von Fallenkarten. Go figure. Trap-Tricks-Monster, die du kontrollierst, erhalten 1000 ATK. Das ist erstmal wichtig, wenn ihr halt eine normale Fallenkarte in eurem Friedhof habt. Was ihr in dem Deck eigentlich immer haben werdet. Ihr habt ja auch die Zauberkarte, die was discarden kann, damit ihr halt ziehen könnt. Das kommt halt quasi alles zusammen. Und dann einmal pro Spielzug kannst du gegnerische offene Monster von deinem Gegner wählen, bis zu der Anzahl an Insekten- und Pflanzenmonster, die du kontrollierst, und kannst die Effekte annullieren. Was wichtig ist bei Atypus, oder Atypus, wie auch immer, das ist ja ein relativ generisches Link-Monster. Das heißt, ihr könnt es auch in Naturia spielen und könnt einfach Sachen vom Gegner annullieren. Das wird, glaube ich, eine Karte, die wir in vielen Decks sehen werden, auch in Zukunft. Und die wählt zwar als Ziel, aber es ist trotzdem eine sehr gute Karte, um was zu annullieren. Und falls ihr das gemacht habt mit dem Annullieren, könnt ihr eine normale Fallenkarte vor eurem Friedhof banishen und eines von diesen Tages, was ihr gewählt habt, zerstören. Es negiert ihr erst und dann zerstört ihr eins davon. Und das ist eigentlich fast immer möglich. Und deswegen ist die Zauberkarte ganz cool, die die Fallenkarte wieder ins Deck zurücklegen kann, damit ihr halt nicht wirklich Ressourcen verliert. Das ist also ein sehr cooler Ressourcenloop, den ihr erzeugen könnt. Ich finde die Karte vom Design her super cool. Optisch jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber das Designkonzept von dem Effekt selber ist halt sehr, sehr cool, weil die hat halt nur 1800
Und das ist ein 3-Monster. Und die letzte Karte, dann haben wir die Fallenkarte, Traptrick's Whole Tire. Die Karte ist basically euer Shade Brigadine als Traptrick's Monster. Und das ist halt sehr cool, weil sie ist ein Traptrick's Monster. Sie ist eine Fallenkarte im Friedhof. Und die könnt ihr auch spezial beschwören in den Zug, in dem ihr sie setzt. Ihr müsst dafür nur eine normale Fallenkarte von eurer Hand auf den Friedhof legen, damit ihr die spezial beschwören könnt. Was wichtig ist dabei, ihr müsst keine Karte discarden, wenn ihr den gegnerischen Hund beschwört. Müsst ihr nicht, sondern ihr müsst wirklich nur die Karte discarden, wenn ihr die auch im ersten Spielzug halt beschwören möchtet. Das könnte sein, dass dadurch halt Shade Brigadine aus dem Deck so ein bisschen rausrotiert, aber Shade Brigadine kostet halt keine Karte. Deswegen können wir vorstellen, dass da einiges Interessante dabei rauskommt. Aber ja, mehr macht die Karte nicht, ist ein Shade Brigadine als Traptrix Monster. Was ziemlich gut ist, weil Sera braucht ja ein Traptrix Monster. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, ist da ein nettes Video für euch. Guckt euch mal an. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.